Im letzten Livestream wurde massiv auf großem Feld gepflügt. Und mit diesem großen Pflug geht es jetzt in weitere Aufträge rein. Das heißt, ich habe noch eine ganze Handvoll Aufträge, die auch noch gepflügt werden müssen. Und das machen wir jetzt natürlich praktischerweise mit dem großen Pflug. Na, gucke mal, die Rehe sitzen hier schon und fressen vom frisch gepflügten Acker. Guck mal, hier rennen sie überall rum. Hervorragend. Ja, gepflügt haben wir. Feld Nummer 32. Gar nicht mal so klein, das Ganze. Und ich habe hier jetzt natürlich noch einen Streifen übrig. Das reicht jetzt hier. Und wir brettern jetzt gleich weiter. Und zwar haben wir hier den dicken, fetten Klaas 930 Axion. Hammerteil, Alter. Richtig heftig. Und mit dem Ding ziehen wir eben hier diesen Pflug hinterher. Und das Teil, ja, das fahren wir jetzt gleich weiter zu den nächsten Feldern. Ich gucke gerade noch mal eben rein, was wir für Aufträge haben. Aber ich würde sagen, so sieht das Ganze doch schon mal hier richtig, richtig nice aus. Mit so einem Gerät, wa? Da kann man noch mal Gas geben. Also, wir gucken mal eben rein in die Aufträge. So, und tatsächlich aus dem letzten Video habe ich den Grubberauftrag noch gar nicht abgegeben. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, 360 Ocken, aber was mir, ich wollte gerade sagen, was mir gerade noch einfällt, zum Glück habe ich da nichts für gemietet, denn ich habe ja einen Grubber und habe das dann einfach selbst direkt erledigt. Also da hatte ich jetzt natürlich Glück, dass ich das nicht vergessen habe. Das hat natürlich ordentlich was gekostet. Erledigt, abgeschlossen haben wir hier den großen Auftrag jetzt schon. 2000 Mietkosten. Das nutzen wir aber jetzt halt gerade noch. Und damit geht es jetzt noch in die 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Aufträge. Mal klein, mal mittelgroß. Aber die baller ich jetzt noch alle durch. Feld 72, 29, 24, 20 und 11. Und ich glaube, hier vorne war eines der Felder. Ich muss mal eben gucken, das war gar nicht so weit weg. So, da sehen wir das doch ganz schön. Feld 29 und 24. Ich würde sagen, ich fahre erstmal zur 29, die ist gar nicht so weit weg. Und dann fahren wir ein Stückchen hier rüber. Ich glaube, ich bretter hier einfach so durch. Und danach geht es rüber hier zum Feld 24 und dann haben wir das schön Stück für Stück erledigt. Und ich muss noch mal gucken, ob ich das mit dem GPS noch mal irgendwie anders einstellen kann oder muss, oder irgendwie muss das anders sein. Weil ich hatte immer mal wieder so ein bisschen Lücken und das musste immer wieder nachkorrigieren mit dem GPS. Wahrscheinlich, weil er die Breite vom Pflug nicht so richtig erkannt hat. Also das gucken wir uns gleich erstmal an. Bedeutet ab in die Karre und wir brettern da oben hin, müsste es sein, zum Feld 29. Zack, los geht es. So, das ist natürlich jetzt auch wirklich keine lange Fahrt gewesen. Ne? Einmal hier quer rüber, über die Autobahn und dann geht das los. So, und jetzt muss ich hier tatsächlich aber noch mal ein bisschen testen und probieren. Also irgendwas stimmt hier mit der Einstellung nicht. Das gucke ich mir jetzt gerade noch mal eben an. Und ich hoffe, ich kriege das gleich erstmal ordentlich richtig eingestellt hier. Damit eben auch die Anzeige hier und das mit dem Versatz, damit das auch alles hier richtig stimmt. So, erstmal habe ich das den Pflug noch mal richtig eingestellt. Ich habe gerade noch mal im Shop nachgeschaut. Der Pflug wird hier angegeben mit einer Breite von 4,90 Meter. Das heißt, das haben wir schon mal eingestellt. Spurführung ist an. 4,90 Meter. A-Punkt ist soweit richtig. Das lassen wir auch so. Und jetzt muss ich das Gerät, ich fahre mal eben an die Seite, fahre das hier nochmal richtig an. So, wir starten. Ja, fast mit der Seite. Ne? Jetzt machen wir mal hier quasi das als Rand. Ich aktiviere das. Er fährt da jetzt rein. Wir senken das Ganze auch schon mal. Und es ist halt wieder nicht
korrekt, ne? Das ist halt wieder nicht korrekt. Okay, so würde das jetzt funktionieren. So würde das funktionieren. Auf der anderen Seite angelegt. Ist aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig ideal, weil ich glaube, ich habe da trotz allem irgendwie so ein paar, hoppala, so ein paar Pflüge. So. Und jetzt fahren wir ja nicht so weiter, ne? Doch, jetzt fahren wir exakt so weiter. Und ich muss gar nicht wenden. Ich muss es gar nicht tauschen. Okay, vielleicht ist das the way to go. Das wär's natürlich jetzt, oder? Wir machen gleich nochmal direkt die nächste Wende. So, schön durchziehen. Auch wenn das Schild gleich umgefahren wird. Okay, geht gar nicht. Das ist ein großes Schild. Ein Autobahnschild. So, hochheben. Kommt keiner, jawohl. So, mal eben schnell wenden. Zack. Ab ins Tempomat. Gib ihm. Runter damit. Und jetzt brauche ich gar nicht mehr zu heben und zu wenden. Also heben vielleicht schon, damit ich schneller rauskomme. Aber ich muss nicht mehr... Ich muss das nicht heben und den Flug wieder wenden. Das... Okay, da bleibt ein Streifen von übrig. Das macht es trotz allem natürlich jetzt angenehm. Kurz heben. Wieder einfach drehen und wenden auf die nächste Bahn. Zack, einhaken, rein da. Jawohl. Schon mal runter damit. Wir kommen sofort wieder rein. Und jetzt pflügt er in einem durch. Also es war tatsächlich als erstes, würde ich sagen, mal die Breite. Weil ich musste ständig korrigieren. Und so muss ich jetzt auch tatsächlich ja gar nicht mehr den Flug umdrehen. Also wahrscheinlich macht es Sinn. Theoretisch macht man das wahrscheinlich immer noch so, aber praktisch muss ich das gerade gar nicht machen. Von daher bleibe ich einfach da drauf. Bleib hier in dem Modus. Alter, überleg mal, ich würde hier noch mit dem Lenkrad rumfahren, oder? Ob sich das viel besser anfühlt mit dem Lenkrad? Aber da bist du auch hier am Kurbeln wie so ein Otto, Alter. Ja, weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt mit so einem Lenkrad. Fürs Feeling wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Aber so geht das, glaube ich, ganz gut. Alter, das war, glaube ich, jetzt das ganz Wichtige. Ich meine, ich habe ja bloß Feld 32 mal eben in einer, keine Ahnung, über eine Stunde mal eben Feld 32 mit diesem übelsten Geraffel die ganze Zeit weggepflügt. Wait a minute, kann ich jetzt nicht genauso auch jede zweite Spur machen? Weil jetzt ist es ja wurscht. Müsste doch jetzt auch gehen. Und dann habe ich nicht immer diesen engen Wendekreis. Ja, Mann. Geh doch jetzt. Das heißt, ich kann jetzt einfach entspannter jede zweite Spur machen. Kann einfach wenden, in einem durchziehen, kann jetzt so Schlaufen fahren und dann wieder zurück und gut ist. Das macht das Ganze natürlich nochmal entspannter. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Aufpassen, ich pflüge hier. Zack. Wieder aktiviert. Und er zieht sich natürlich gleich genau in die Bahn. Das ist natürlich ein bisschen schräg. Vielleicht fahre ich einfach eine etwas größere Kurve. Aber damit habe ich dann hier eine Bahn nach der anderen fertig und kann die jetzt durchziehen. Und das macht das Ganze natürlich super entspannt. Geil.
Ja, das hat sich doch auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt, einfach mal hier diese anderen Bahnen dann zu aktivieren, beziehungsweise diesen anderen Modus hier vielleicht nochmal zu aktivieren. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das am besten mache. So, ist das jetzt so richtig? Komme ich jetzt so weiter? Glaube ja nicht, oder? Na doch. Aber er pflügt jetzt... Doch, es ist eigentlich schon richtig. Und jetzt doch. Und jetzt pflügt er auch tatsächlich alles. Aber es bleiben so ein paar Zipfel übrig. Kann aber trotzdem bedeuten, dass ich letzten Endes das doch noch... Ja, ich werde wahrscheinlich jede Bahn einmal befahren müssen. Um dann vorzeitig Ende machen zu können, muss ich vielleicht ein paar Meter mehr fahren oder vielleicht nochmal eine ganze Bahn, weil ja doch ein paar Flecken übrig bleiben. Aber im Großen und Ganzen sieht das so doch schon wirklich gut aus. Jetzt auch hier wieder die Wände rein. Hoppala, ne, so ins andere, so. Jawohl. Weiterfahren. Nimmt er das jetzt so mit? Ja, er fährt auf die rote Spur wieder. Zieht jetzt genauso rüber und es passt 1A. Mann, 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 Mann. Ja, das hätte natürlich auf dem großen Feld 32 wahnsinnig viel geholfen. Großes Dankeschön auch nochmal an alle, die mit dabei waren im Livestream heute auf Twitch. Ja, hat sehr Spaß gemacht, hat sehr viel geholfen, vor allem die ganzen Tipps und Tricks von euch. Das hilft immer wahnsinnig. Wobei es manchmal auch tatsächlich ein bisschen schwierig ist, es dann natürlich auch richtig zu verstehen, was dann gemeint ist oder das dann mal eben schnell auch umzusetzen. Aber ich glaube, jetzt so im Nachhinein, es waren einige Infos auch schon, gerade mit dem Einstellen der Breite und so, hatten einige auch schon geschrieben. Also das sind auf jeden Fall die richtigen Infos gewesen. Und deswegen musste ich das natürlich jetzt auch gerade nochmal genau angucken, und ja, dann nochmal umsetzen. Und es hat funktioniert. Sehr, sehr cool. Also, gewusst wie. Schön die Infos weitergegeben. Perfekt. Und dann kann ich das auch hier schön anwenden. Ab in die Videos mit reinpacken. Und vielleicht hilft es ja auch noch jemandem, der auch so ein bisschen das hier ADA hat. So, mit dem GPS. Also, was halt vorkommen kann, ist wohl einfach, dass dann die Breite von dem Flug... Gerade wenn es halt asymmetrisch ist, wenn es dann eben nicht richtig erkannt wird. Und so klappt das ja jetzt hervorragend. Also im Livestream, wie gesagt, war es bei jeder Spur, bei jedem Drehen immer so, dass ich den auch noch gedreht habe. Den Flug einmal so gefahren und auf der anderen Spur so gefahren. Und das bleibt ja jetzt hier einfach weg. Es zieht sich hervorragend hier alles durch. Ich kann die ganze Zeit weiter geradeaus fahren. Mache quasi jetzt nur noch hier mal eben die Korrektur. Ich muss den gar nicht mehr anheben. Ich lasse den auch einfach in der Erde. Aber ich kann jetzt hier genau so durchziehen. Und er zieht sich hier schön eine Bahn nach der anderen durch. Hervorragend. Es ist auch nicht hundertprozentig. Also würde ich jetzt hier das alles hundertprozentig machen, da oben auch mit diesen kleinen Flecken oder sowas. Triggert mich aber gar nicht. Das sind halt irgendwelche Lohnaufträge. Die mache ich hier eben. Die rase ich jetzt eben durch. Wir brauchen Cash. Das ist ja das große Ziel. Und ich denke, mit diesen ganzen Pflügeaufträgen werden wir auch einiges an Cash machen diesmal. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Also, da kommt einiges bei rum. Und das ist ja jetzt gerade Feld. Was hatten wir gesagt? 5 Stück sind es noch, ne? 6 Aufträge und einen haben wir noch. 7 Aufträge insgesamt, die wir dann am Ende der Aufnahme hier auch noch alle abgeben können. Und dann gibt es wieder richtig schön Cash. Ja, und dann heißt es halt wieder gucken, wo wird die nächste Kohle rein investiert. Das ist halt wirklich immer die große Frage für mich. Was lohnt sich am ehesten? Was macht halt wirklich Sinn? In was investiere ich das Geld? Während der ganzen Spielzeit jetzt hier müssten ja zum Beispiel auch schon die Bienen wieder sehr, sehr, sehr viel an Honig produziert haben. Auch da nochmal eine Frage an dich, gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Guck mal, 90% schon abgeschlossen. Tipptopp.
muss ich bei den Bienen die Paletten irgendwie anders hinstellen, dass da mehr Paletten hinkommen? Oder ist das normal, dass da immer nur eine Palette steht? Ich finde, eine Palette ist ja schon extrem, extrem wenig. Da steht nur eine Palette und dann, hoppala, jetzt machen wir mal hier, so. Und jetzt hängt er fest. Da steht halt nur eine Palette bei den Bienen. Und das ist natürlich schlecht. So. Und jetzt machen wir nochmal eine große Kurve. Und ziehen ihn jetzt nochmal rum. So. Zack, Korrektur. Ab da rein. Und der Hinterreifen passt auch. Perfekt. Ja, das ist halt die große Frage mit den Bienen. Wie optimiert man das? Wie viel von diesen Bienenhäuschen machen Sinn? Mache ich da 3, 4, 5 von den Bienenhäuschen alle in der Nähe und so weiter? Also, das wäre halt auch nochmal nice. Oder ich lasse das da an der Stelle und stelle die irgendwann mal ganz woanders hin. Denn die sollen ja auch letzten Endes die Fruchtbarkeit von den Feldern erhöhen. War es da schon? Habe ich das eigentlich übersehen, dass schon wieder Ende ist? Aufträge. Nee. Da ist er, 99%. Also, die letzten paar Meter, die ziehen wir hier nochmal eben durch. Tippitoppi. So, einfach mal eben schnell hier manuell kurz rüberziehen. So, machen wir ihn. Und da haben wir schon. Abgeschlossen. Perfekt, haben wir schon. So, dann haben wir Feld Nummer 20. Jawohl, das blinkt. Das ist auch direkt über mir hier. Da fahre ich auch direkt durch. Ja, lassen wir einfach mal eben so. Das ist direkt über mir. Das muss ja winzig sein. Feld Nummer 20. Hier ist es. Hoppala. Halten. Feld Nummer 20. So. Ey. Es ist kein Busch, es ist ein Baum. So, zack, aber ich will trotzdem hier hin. Flug senken. Mit V. Rein in das Tempomat. Und er zieht durch. Alter, das ist ja gar nichts hier, ne? Aber ich kann die Einstellung exakt so lassen hier jetzt gerade. Und ich muss nichts machen. Ich muss einfach nur das GPS weiter verwenden. Und gut ist. So, ich habe es jetzt gerade mal kurz angehoben, dass ich schneller wechseln kann, drehen kann. Wieder aktivieren, wieder zack, ran da. Ich lasse es direkt wieder runter hier. Das ist natürlich jetzt aus dem Winkel heraus. Uff, da zieht er sich natürlich noch lang rein. Oh, das wird aber auch schwierig. Ich versuche mal ein bisschen eine miese Nummer zu machen hier. Ich ziehe das jetzt gleich mal hier direkt rum. Was soll ich machen? Ich kann doch da nicht wenden. Ich ziehe das hier einfach direkt rum. So, guck mal. Da werde ich auch die 100% mitschaffen und gut ist. Oder? Jetzt judge mich mal nicht so für das im Kreis fahren, Alter. Mann. Das ist doch dem Bauern hier wurscht, Alter. Wie ich hier meine... Störe meine Kreise nicht. Heißt es doch. Also... So, und nun geht er wieder. Siehste, als ob das so muss. Als ob das so muss. Das ist auch nur der kleine Acker hier. Oh, guck mal. Wunderschön. Wunderschön ist das. Nur wenige Flecken, die hier quasi übrig bleiben. Und die Spurführung hier, ne? Ein Gedicht. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal in die Richtung. Das wird ja jetzt tricky, eh? Das wird ja tricky. Das ist aber auf jeden Fall alles hundertprozentig ordentlich umgekrempelt. Mächtig durchgepflügt. 81% erst erledigt. Oh, da müssen wir nochmal ein bisschen einen Ausfallschritt machen. Und dann kommt jetzt hier die letzte Bahn.
Und gib ihm. Ja, das sieht gut aus. Und er zieht sich richtig schön durch. Perfekt. Das sieht auch gut aus. Und hier ziehe ich auch gleich nochmal so ein bisschen so rüber. So. Und dann haben wir doch das gleich hier, oder? Komm, mach fertig. Gib mir die 100%. Ah, abgeschlossen. Abgeschlossen. Sehr gut, ey. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal eben auf der Map gucken. Wo geht's als nächstes hin? Guck mal, wir haben nur noch 3. Das war ja wirklich ratzfatz. Das war aber auch das kleinste Feld. Feld Nummer 24 muss ja auch in der Nähe sein. Schauen wir mal eben nach Feld Nummer 24. Ja, erledigt. Da drüben ist es. Okay, das heißt, ich fahre mal eben auf die Autobahn, bretter da kurz rauf und dann sehen wir uns gleich auf dem Acker. Feld Nummer 24. Auch wieder richtig schön umflügen. Mann. Pflügen, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das noch meine Lieblingstätigkeit wird. Aber so ganz mies ist es ja nun auch wieder nicht. So, welches ist es denn jetzt? Links, rechts? Okay, das rechte hier. Das ist das Feld. Das ist das Feld 24. Ist es oder ist es nicht? Das ist 23. Ja, ist es. Also das hier ist Feld 24. Zack. Aktivieren. Flug senken. Ah, macht er falsch. Okay, da müssen wir noch mal ein bisschen rein. So, noch mal rein. Aber jetzt. Zack. Aktiviert. Und jetzt gehen wir rein in den Run. Ist das so richtig? Kann ich das nicht so machen? So zieht er doch das auch durch. Ja, müsste er doch. Also, Alt X ist aktiviert. Der Pflug ist unten. Ja, ist unten. 3 ins Tempomat rein. Und er zieht sich. Jawohl, mit der letzten Pflugschar. Nee. Naja, er lässt einen Streifen übrig. Eieieiei. Wobei, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Ah, er lässt sogar 2 Streifen übrig. Heißt bloß, dass ich dann am Ende nochmal einen Meter mehr dann wenden muss sozusagen. Aber dann geht das auch. Dann wird das auch gehen. Zack. Weiter geht's. Nächste Bahn. Ich ziehe das jetzt genauso durch wie beim letzten Mal. So ein paar kleine Spalten werden da wahrscheinlich übrig bleiben. So ein paar kleine Zipfel. Aber im Großen und Ganzen wird das schon irgendwie gehen. Die letzten Bahnen und dann ist es sogar schon erledigt. Das heißt, das Feld haben wir auch. Nicht ganz schön, naja, aber gepflügt und es reicht und erledigt. Das ist doch schon mal wieder ganz gut. Also, das war nicht verkehrt. Jetzt müssen wir gucken, Alter, wie viele Lücken da drin sind. Mann. Also, erledigt 1, 2, 3, 4 Stück. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das nächste ist ziemlich weit weg. Irgendwo. Oh, Feld 72. Ist es das letzte? Ist Feld 72 etwa schon das letzte? Nee. 11
und 72. Wo haben wir denn die 11? Ist die nicht? Doch, da oben noch. Okay, das ist ja angenehm. Ich fahre, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie hier außenrum wahrscheinlich, erstmal zum Feld Nummer 11. Und dann machen wir ganz zum Schluss Feld 72. Danach ist auch der Weg hier zurück zur Base nicht mehr so groß. Also als erstes Feld 72, 11. Zum Schluss die 72. Ja, irgendwo da hinten lang. Und dann ziehen wir Feld 11 jetzt als nächstes durch. Ich freue mich schon drauf. Also, es ist ein bisschen stupide. Ich sage dir, wie es ist. Immer nur die Bahnen fahren. So mega sexy ist es nicht. Vielleicht kann man das auch schön aufteilen, wenn man irgendwie da Helfer noch aktiviert. Aber wenn ich Helfer aktivieren würde, müsste ich ja auch gleichzeitig Maschinen für die Helfer haben. Das heißt, ich habe die Ausleihkosten für die Maschinen, die Kosten für den Helfer und so weiter. Und dann lohnen sich diese kleinen Aufträge eigentlich kaum noch. Da bleibt ja nicht mehr viel hängen. Deswegen muss man da in den sauren Apfel beißen. Und deswegen brettern wir direkt einfach zum nächsten Auftrag. Das wird schon. Auch wenn es, wie gesagt, manchmal öde ist. Zack. Aber irgendwo müssen ja die Kohlen hängen bleiben. So, und das ist doch hier auch schon. Jawohl, das ist hier schon Feld Nummer 11. Aber das stellen wir uns nochmal neu ein. Also, wir stellen hier unser GPS dafür nochmal passend ein. Damit wir eben nicht... Kann ich überhaupt so starten? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Damit wir eben nicht so fahren, sondern... was war das? Shift S. Ne, Steuerung S. Control S. Und dann nehmen wir hier den Punkt setzen auf 90 Richtung. Jawohl. Und dementsprechend haben wir jetzt hier die Richtung. Wir können das Ding wieder runterlassen. Alt X auf 3. Und nimmt er den Rand mit? Nee, nimmt er nicht mit. Das heißt, ich müsste es für den Anfang, oder drehe ich das Ding doch nochmal? Warte mal. Aber wenn ich es drehe, gucken wir mal eben den Flug drehen und wenden. Nee, dann komme ich ja noch weiter verkehrt ran. Nee, wir lassen das schon so, wie es ist. Aber ich muss ihn so ein bisschen korrigieren. Und zwar um einen Streifen sozusagen, ne? Alt und Bild runter. Ungefähr so. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gucken. So, nach vorne. Aktivieren, runter. Ah, doch noch ein bisschen mehr. So. Zwei Streifen. Jawohl, auch hier wieder. Aber jetzt geht er auch exakt bis zum Rand. Wir ziehen hier schön glatt die Kante. So soll das. Und damit können wir jetzt schön gerade Bahn hier durchziehen. Das macht halt wieder richtig Bock. Einfach durchziehen. Gerade Linie. Und dann läuft das auch. Und jetzt werde ich auch hier wieder schön versuchen, jede zweite Bahn zu nehmen und auf dem Rückweg dann die Lücken quasi noch beenden. Und dann haben wir es. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ist fast so wie Düngen, nur halt viel kleiner. Alter, wo ist mein Ding hin? Hallo? Ah, oh, jetzt sehen wir auch wieder was.
So, das sollte die letzte Bahn sein. Und ich glaube, das reicht dann aber auch. Mann. Schon wieder hier über eine Stunde mit den ganzen Aufträgen beschäftigt, abgefahren. Und das ist ja auch noch nicht der letzte Auftrag, denn da wartet ja immer noch der weit entfernte letzte Auftrag. Abgefahren. Ja, aber wat muttert Mut? Wir brauchen einfach die Kohlen und es gibt momentan halt noch keine gute Möglichkeit, konstant viel Cash zu machen. Einen guten Tipp gab es, und zwar ging es in Richtung Gras und Silage machen. Und das wäre natürlich auch durchaus nochmal eine Option. Allerdings müsste ich da tatsächlich nochmal genau schauen, was ich alles benötige. Na? 99%. Da müssen wir mal eben hier an der Seite ein bisschen was wegmachen. Also, das ist natürlich die große Frage. Was braucht man denn, um Silage zu machen? Lohnt sich das? Kennst du dich damit aus? Auch das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was da am sinnvollsten ist. Dann gucke ich mir das mal an und sorge dann vielleicht dafür, dass wir dann vielleicht in den nächsten Malen mal in diese Richtung gehen. Zack, abgeschlossen. Feld Nummer 11. Und dann mache ich vielleicht einfach auch Silage. Also abmähen und Silageballen machen, dass das quasi zusammengemäht wird. Und so vielleicht, es gibt ja so mehr, die sofort eine Spur machen. Ne? Das heißt, die mähen und dann sammelt sich das alles schön in einer Rinne und dann fahre ich mit so einem Ballen, Silageballen-Anhänger oder so vielleicht da drüber, der alles einsammelt, zack, 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 Silage draus macht. Das wäre doch vielleicht auch ganz cool. Ja, wenn das denn geht. Und wenn das denn auch finanziell in mittelfristiger Zeit umsetzbar ist. Also, ich meine, ich werde jetzt hier nach irgendwas über 50.000 haben. Ist noch nicht so wahnsinnig viel. Wahrscheinlich wird das auch noch ein bisschen brauchen. Aber ich denke, das wäre auch gar nicht so verkehrt, wenn man dann da in diese Richtung geht. Pflügen. Feld Nummer 72. Ja, jetzt gibt es noch mal eine lange Fahrt zum Feld Nummer 72. Und dann brettern wir da die letzte Runde vom Flügemarathon. Und da kommen wir auch tatsächlich schon an. Und ich fahre, ja, wie fahre ich denn hier am blödsten? Weißt du was, ich glaube, ich fahre mal hier genau so, mal eine Bahn schon mal durch, gerade wie das Ding ist. Also runter damit, aktivieren. Und wir setzen mal direkt hier die eine Bahn schon mal an. Dann habe ich nämlich hiermit mal eine gerade Linie und kann hier rechts den Bereich einfach mal gerade abfahren. Und hier diesen schrägen Bereich machen wir dann danach. Aber so sieht das doch, glaube ich, schon mal ganz vernünftig aus. Und dann mache ich das erstmal so rechts rüber den Bereich. Den machen wir dann. Und hier den linken Bereich, ich weiß nicht, vielleicht fahre ich da nochmal ein Vorgewende irgendwie, dass ich da ein bisschen besser durchkomme. Wobei an für sich ja hier auch ganz gut Platz ist. Ja, letztes Feld endlich. Mann. Aber da muss man halt durch. Am Anfang hat man vielleicht nicht die große Auswahl an besonders guten Aufträgen. Vor allem, und das ist ja das, was ich bei den letzten Videos schon gesagt hatte, mir fehlen einfach sinnvolle Anhänger, damit ich nicht immer alles ausleihen muss. Wenn man was ausleiht, dann gehen ja die Preise ins Bodenlose oder der Ertrag sozusagen, das, was am Ende noch übrig bleibt. Und das macht dann natürlich auch kaum noch Spaß, wenn du dann so einen großen Auftrag hier zum Beispiel hast oder so ein Feld und dann fehlt einfach am Ende nochmal das nötige Extra. Also der kleine Bonus, dann bleiben hier vielleicht noch 500 Euro von dem Ganzen hängen. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Also dafür, dass man dann so viel Zeit hier rein investiert in so einen Acker, da muss auch ein bisschen was von hängen bleiben, damit es auch Spaß macht und damit wir hier auch vorwärts kommen. So, ich ziehe jetzt hier natürlich wieder durch. Das Ganze machen wir natürlich auch mal wieder hier auf schnell. Also Attacke, Vollgas, durchziehen. So, jetzt ziehen wir hier erstmal schön nochmal ein bisschen an der Kante entlang. So eine Art Vorgewende, wobei das ja eigentlich nicht wirklich notwendig ist.
Genau, dann haben wir hier den Rand schon mal schön sauber abgesteckt. Und dann habe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger von diesen Flächen, von diesen kleinen Dreiecken und Zipfeln und so, die immer so rausgucken. Dann ist es einfach mal ein bisschen sauberer am Rand. Denn es bleibt doch trotz allem, man sieht es da hinten, immer mal wieder einiges stehen. Und gerade halt genau zum Rand hin wird das halt auch dann immer wieder ein bisschen breiter. Und dementsprechend bleibt natürlich am Rand noch richtig viel stehen. Und das wollen wir ja eher nicht. Wir wollen ja hier schön sauber alles fertig machen. Zumindest möglichst viel alles auch mit wegernten, damit das hier auch ratzfatz geht. So, das sieht doch schon wieder ganz gut aus hier. Jawohl. Und dann ziehe ich jetzt hier gerade nochmal eben die Stelle hoch. Und dann haben wir doch hier nur noch dieses kleine Oval da vorne. Und dann tatsächlich alles erledigt. Das ist der Hammer. Ja, aber ich glaube, gerade bei solchen asymmetrischen Formen, da macht das Sinn. Sollte ich mir vielleicht einfach angewöhnen, ein bisschen vermehrt hier mal so am Rand einmal lang zu ziehen, damit das hier sauber auch alles abgeerntet ist oder gedüngt oder jetzt hier in dem Fall einfach schön oder gegrubbert, richtig, mit dem Grubber fällt mir gerade noch ein. Mann, die ganzen Sachen. So, aber ich komme so langsam rein. Ich komme so langsam rein ins Game, würde ich sagen. Hoppala. Ja, und es macht immer mehr Bock. Also so Stück für Stück, wenn man halt weiß, was man so tut und wenn man sieht, dass eben auch alles schön funktioniert, was man sich so ausdenkt, dann ist das doch gar nicht so schlecht. Was halt trotz allem natürlich immer der Fall ist, man muss tatsächlich oder ich muss einfach auch viel Zeit einplanen. Das ist schon wirklich krass, was das so an Zeit frisst, wenn man hier mal so ein Video aufnimmt. Das sind jetzt mal, ja, auch schon, ich gehe jetzt auf anderthalb, ja, Stunde 40 schon. Das ist halt auch eine Menge. Und daher muss es eben auch diese Schnitte geben, weil wer guckt sich denn das in Gänze an, das ganze Hin- und Hergefahre? Bei dem Livestream gibt es halt immer noch ein bisschen Schnackerei, da kann man sich noch immer schön ein bisschen austauschen. Das geht immer ganz gut. Aber ohne das ist es dann natürlich auch ein bisschen mau, ne? So, guck mal, so läuft das doch. So läuft das doch. Sehr, sehr, sehr nice. Die große Bahn, die sollte ich vielleicht gleich als nächstes auf dem Rückweg mal machen hier. Die lange, die hier noch übrig ist. Und dann bleibt hier nur noch der Schniepi, der kleine Zipfel. Und dann ist das alles erledigt. Ich glaube, hier werde ich auch nochmal eben schön gerade durchziehen. Gerade Bahn. Und dann haben wir es. Mann. Dann ist der aber auch richtig dreckig geworden hier, der Schlepper. So, das Feld ist abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Endlich alles erledigt. Sehr, sehr, sehr gut. GPS kann aus. Die Karre. Flug muss noch gedreht werden. So, jawohl. Dann drehen wir den mal hoch. Klappen den mal eben komplett ein. Und dann geht es zurück. Beziehungsweise, ja doch, ab in die Base. Und wir geben sämtliche Aufträge ab und ich bin mega gespannt. Hat sich das Ganze jetzt überhaupt gelohnt? Oder steht noch einer, ich stehe im Weg? Also, wir sehen uns in der Base. In der Base, sagt er. Naja,
eine richtige Farm ist es ja noch nicht. Es ist zumindest ein Anfang. Alter. Ja, die Bienen. Es läuft. Wobei, ich hätte gedacht, dass da vielleicht sogar doch schon ein bisschen mehr passiert. Aber ja, das ist jetzt hier die Frage. Ne? Hatte ich ja vorhin schon gefragt. Werden hier zwei Dinger platziert oder nicht? Kann ich schon nicht mehr hochheben. Ne? Schon wieder zu schwer. Ja, das ist natürlich irgendwie von der Platzierung her ein bisschen tricky. Ne? Würden hier nicht zwei hinpassen, wenn man das so ein bisschen nebeneinander so stellt? Ich weiß es nicht. Das wäre halt auch interessant, weil so ein Ding hier drauf zu stehen zu haben, ist halt ein bisschen mau, ne? Man so auf Dauer, ja, wird das auch gehen. Wenn ich das sehe, werde ich das natürlich auch wieder aufladen. Na, mal gucken. Also, wir haben ein bisschen Zeit verbraucht. Wir sind aber auch in der ganzen Zwischenzeit gar nicht so wahnsinnig viele Sachen entstanden. Aber es passt. Es passt. Wir haben ja tatsächlich jetzt wahnsinnig viel gepflügt. Und dementsprechend gucken wir mal eben jetzt rein hier in die Aufträge. Und das sind alle abgeschlossenen Aufträge. Ich bin schon drin mit dem Grubbern vom Video von gestern. Also, wir sind bei 46.888 und wir schließen mal eben alles ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aufträge. Bam, 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 bam. Und wir sind bei 72.000. Das ist doch nice. 72.000. Bam, bam, bam. Da kommt es rein. 11.700 für den Großen. 4.000 für den... Ja, da waren einige große Felder dabei. Also wirklich vernünftige Größe. Da war einiges dabei. Ich denke, mit 72.000 schmeckt das schon richtig gut. Das ist schon mal richtig nice. Das war aber auch jetzt wirklich ein langer Tag. Also, den Stream könnte man übrigens auch noch nachgucken auf Twitch. Da einfach mal schauen in den VODs, in den Videos. Da gibt es dann den Stream zum Nachschauen. Und hier geht es dann natürlich jetzt weiter auf YouTube auch mit den nächsten Videos. Und wir gucken, wie es weitergeht auf dem Weg zur Fischzucht. Auf dem Weg im Hard Mode sozusagen. Wie kommen wir am schnellsten und am besten zu der Fischzucht beziehungsweise zu einem Betrieb, der kontinuierlich auch Geld abwirft, auch in diesem schwierigen Modus. Und ja, ein Tipp, wie gesagt, aus dem Livestream war ja tatsächlich das hier mit dem Gras, weil man eben Gras auch mehrfach am Tag abernten könnte. Also mehrfach pro Monat sozusagen. Und wir dadurch eben mehrfach Silage machen könnten. Und Silage können wir dann eben wieder verkaufen. Oder eben Heu kann man ja, glaube ich, auch machen. Also das klingt schon mal nicht verkehrt. Gerne auch deinen Beitrag dazu. Was hältst du davon? Silage, Heu, macht das Sinn? Ich gucke auf jeden Fall auch noch mal rein, was die ganzen Geräte so kosten. Und dann geht es beim nächsten Mal ja, ins Einkaufen oder vielleicht noch mal ein paar Aufträge machen und dann einkaufen, wenn dann genug Geld da ist. Also grob in die Richtung. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.